Jazz mitten am Marktplatz in Obertrauburg. Das eher ungewöhnliche Platzkonzert fand im Rahmen des Via Julia Augusta Konzertsommers 2015 am 14. August statt. Stücke, die man auflisten kann, gibt es bei diesem Konzert nicht. Ungewohntes, Vertrautes, Knisterndes, Entspanntes, Rhythmisches, Elegisches, schräge Tonfolgen und Dissonanzen sowie melodisch-harmonische schöne Klanggebilde erwarten die Besucher. Es hat ja schon eine Reihe von Konzerten gegeben und heute freue ich mich, die Gruppe Trio Mobile Jazz begrüßen zu dürfen und ich freue mich schon auf das Konzert. Was Sie hier heute erleben, ist ein Platzkonzert. Vielleicht ein etwas anderes Platzkonzert, als Sie es sonst gewohnt sind. Aber diese Musiker werden ihre Erwartungen vielleicht erfüllen, vielleicht auch nicht. Man wird sehen. Das Programm, Sie werden sehen, Sie werden hören. Weil eine Liste von Stücktiteln gibt es hier nicht, das ist so beim Jazz. Diese drei genialen Musiker, die seit vielen Jahren auf der ganzen Welt unterwegs sind und in verschiedensten Formationen diese Kompositionen gespielt haben, auch selber komponieren, sind einfach ein großartig eingespieltes Team, das sich die musikalischen Ideen wie Bälle zuwirft, alles fließt, alles verwandelt sich mit der vielfältigen Erfahrung, die sie haben. Und was herauskommt, ist manchmal harmonisch, manchmal schräg, manchmal ruhig, manchmal wild, auf jeden Fall alles unvorhersehbar. Ich kann nur sagen, Ihre Ohren werden Augen machen. Von Trio Mobile wird jedes Mal neu erfunden. Die Musiker entführen das Publikum auf eine musikalische Reise. Das Spezielle ist, dass wir jedes Mal, wenn wir auftreten, unsere Musik neu erfinden. Also wir können nichts wiederholen, es gibt also keine Songs und irgendwie so kein fixes Programm. Also es entsteht immer eine neue Musik bei jedem Konzert. Unsere Musik ist lebendig, es gibt keine Noten, wir hören auf Melodien, Rhythmen, die jeder einbringt und wir versuchen uns in unseren vielen Sprachen, die jeder individuell beherrscht, musikalisch zu begegnen. Ich bin seit 30 Jahren Profimusiker und der Peter Herbert genauso und der Peter Bonger, wir sind also nicht mehr die Allerjüngsten, aber wir haben Spaß wie die Jüngsten dran an dem ganzen Musizieren. Und nachdem wir in zig verschiedenen Bands in unserem Leben gespielt haben und wir haben komponierte Musik und improvisierte Musik gespielt. Und irgendwie ist es so, dass die größte Freiheit eigentlich in dieser Unbefangenheit des augenblicklichen Komponierens ist. Also wir müssen alle hören, also dass immer irgendwie so lange Bögen sind, aber die dann irgendwann auch aus sind. Also so, dass insgesamt also die Länge der Stücke also ordentlich passt, also zum Inhalt. Es entstehen Stücke, die aber nicht vorher schon niedergeschrieben sind, sondern das ist so, ein Komponist arbeitet nicht anders als wir, sondern der lässt den Fluss und hört das und denkt sich und
gibt es einen Input und bei uns sind halt mehrere Personen dabei beteiligt. Und so entsteht dann eine spontane interaktive Musikkommunikation. Kontrabass auch ganz andere, ungewohnte Töne entlocken kann, stellt Peter Herbert bei seinen Konzerten immer wieder unter Beweis. Der Kontrabass ist quasi mein Lebensinstrument, wenn man das so sagen kann. Und ich versuche den auf allen möglichen und unmöglichen Ebenen auszuloten und das auch einzubringen in so einen musikalischen Kontext. Das Spielen am Fender Rhodes Piano ist eine Herausforderung. Es bietet nicht die Facettenvielfalt eines akustischen Klavieres. Peter Ponga begegnet ihm daher auf anderen Ebenen. Also das Fender Rhodes ist also nicht so einfach also für die Musik, also weil es eher so einen, also einen eigenen, also ganz simplen Klang hat, also ohne viele Möglichkeiten. Also man muss eher so auf der inhaltlichen Ebene also dem Fender Klavier sagen, also es soll jetzt das und das machen. Also es macht selber kaum also viele Facetten. Das akustische Klavier ist also wesentlich facettenreicher und da hat man es auch leichter. Sie spielen das Fender Rhodes offen, legen die Hand oft hinauf. Was verändert das? Also das verändert irgendwie so, also diesen Nachklang der einzelnen Töne und es hört sich dann also ein bisschen an, also wie diese afrikanischen Daumenklaviere. Also der Sound wird dann wesentlich, so muss man sagen, kürzer und perkussiver. Also afrikanischer, glaube ich. Thank you.
Uli Seuker ist ständig auf der Suche nach neuen Spielsachen, die er in den Konzerten einbauen kann. Ja, alles, was man in die Hand kriegt, kann klingen. Also es ist im Grunde nicht wichtig, dass es ein Instrument ist, was man sozusagen in einem Geschäft kaufen kann, sondern es ist eigentlich, mir macht es persönlich sehr, sehr viel Spaß, Dinge zu finden und im Ausprobieren drauf zu kommen, wie klingt das, was hat das für einen Sound, wenn ich da, also jedes Ding mit einem anderen Ding zusammen kriegt wieder einen anderen Sound. Also die Soundquellen sind unerschöpflich, das hört nie auf und es ist immer wieder spannend, was neue Sammlungen herzustellen und dann einmal im Konzert dorthin zu greifen und einen Sound zu machen und dann wieder sein lassen und dann, oh, das kommt nur einmal vielleicht, das ist ein obliegter Moment sozusagen. Ohne Noten, Improvisation live vor dem Publikum. Die Musiker verständigen sich während der Stücke untereinander in ihrer eigenen Sprache. Man hört, man macht die Augen zu, man macht die Ohren auf, man macht die Augen auf und die Ohren zu und versucht einfach einen Beitrag zu leisten im Gesamtgefüge von so einem improvisierenden Trio. Ohren auf und reagieren, agieren miteinander, mit Mut und mit Aufmerksamkeit, mit Konzentration, Offenheit und Ideenreichtum. Verständigen also über die Musik nur, also durch Zuhören und durch also Erahnen und Hören, also was der andere so sagen will, also wann er aufhören will, also wann er lauter sein will, also kann ich seine Idee jetzt selber aufgreifen, also nimmt er meine Ideen auf und führt er sie weiter oder macht das nicht? Oder soll ich jetzt überhaupt aufhören oder soll er jetzt aufhören? Also das sind alles irgendwie musikalische Inhalte.
Das gemeinsame Experimentieren mit den Instrumenten macht den Musikern viel Freude. Ja, das macht unendlich viel Spaß. Und zwar, es macht deswegen Spaß, weil die beiden Jungs nicht nur eine Sprache sprechen, sondern 10 verschiedene. Und das macht den Unterschied zu vielen anderen musikalischen Situationen. Je öfter wir zum Spielen eingeladen werden, umso mehr Spaß macht es. Also die Wiederholung ist ein grundlegendes Element, dass wir immer wieder in den Austausch kommen, in den musikalischen. Nachdem wir eine improvisierende Band sind und nur ganz sporadisch Kompositionen mit einbauen, die gerade daherkommen oder die ja, aus unserem Erfahrungsschatz auftauchen, ist es so, dass es in einer Improvisationsband einfach wichtig ist, dass man immer wach ist, aufmerksam ist, dass man das Knistern zulassen kann, dass man neugierig ist auf nicht Bekanntes. Und das ist was wir, glaube ich, ganz gut kennen und was wahnsinnig Spaß macht. Ganz großen Spaß. Weil, also es sind also beides exzellente Musiker, also die sehr viel Erfahrung haben und sehr gut zuhören können. Das Konzert hat beim Publikum Gefallen gefunden und der Obertrauburger Marktplatz konnte sich als Veranstaltungsstätte etablieren.